Schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen mal wieder eine Runde World of Tanks. Ich habe ja schon Ärger gekriegt von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, zu wenig Panzer auf deinem Kanal, den alten Scheiß will keiner sehen. Ja, das mag sein, aber den alten Scheiß mag ich gerne zocken. Ich komme auch nicht dazu, so viel World of Tanks zu spielen. Das muss ich einfach auch ganz klar so sagen. Genau. Wir sind unterwegs im T29. Mal wieder ist auch ein sehr beliebter Panzer, der irgendwie produziert der halt einfach richtig gute Replays. Insofern, was soll ich mich beschweren? Und wir sind in Ensk. Wir sind alleine unterwegs. Ist ein bisschen schade, aber was wir machen. Aber das Matchmaking ist grandios. Also, Fakt ist, wir haben 4-7er Panzer, der Gegner auch. Und wenn man in dem T29 als Top-Tier 7er Panzer auf einer Stadtkarte auftaucht, dann sollte man, wenn möglich, nicht total verkacken, sonst macht man sich nämlich lächerlich. Ja, Ensk, ich nehme den Stadtweg, einfach weil macht am meisten Sinn. Ich gehe sehr gerne, wenn ich ein Heavy habe, fahre ich durchaus sehr gerne draußen lang auf der 1er, 2er Linie runter, weil ja, von vorne gibt es nicht so viel, was uns irgendwie Ärger machen kann. Und ja, grundsätzlich fühle ich mich allen Gegnern, die kommen können, durchaus gewachsen, was ja auch schön ist. Ja, drüben hat ein E25 schon sein erstes Opfer gefordert. Und wir treffen einen T3485. Sidescrapen raus, gucken wir mal. Oh, super. Und auf den Turm gebaut. So kann ein Gefecht auch losgehen. Da ist noch ein Typ T34, aber das sind halt alles tatsächlich keine Gegner. Also, das sind alles so Panzer, bei denen ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen mache, dass die mir wirklich Ärger machen. Also das ist tatsächlich echt nicht unbedingt das Ding. Wie man sieht, Typ T34, komm raus. Jawoll. Und wenn ich schon mal die Kanone sprechen lasse, dann macht's halt einfach auch ein Loch. So. Ja, da haben wir ein bisschen Spotting-Schaden, ein bisschen Schaden abgewehrt und Schaden gemacht. Alles mit einem Gegner, das läuft. Es steht schon 3-1. Also das geht hier wie die sprichwörtliche Butter, wie das sprichwörtliche warme Messer durch die Butter. Da ist auch schon unser erster Kill. Ja, also man möchte, wie gesagt, in so einem Matchup grundsätzlich sollte man einfach auch aggressiv, offensiv spielen, gar nicht so lange rumeiern und wirklich sehen, dass man hier ein Stück weit rumkommt. Das Team schlägt sich total gut, also 4-2 für uns. Hier irgendwo ist auch noch der T29, ja, der Krombel, leider nicht zu sehen. Fahren wir mal noch ein Stück. Wir müssen tatsächlich uns ja ein bisschen darum kümmern, dass wir die gegnerischen 7er uns ein bisschen vornehmen, weil wir sind halt tatsächlich einfach auch so ein Stück verpflichtet. Ihr seht, T29 ist halt für kleinere Panzer eine echte Herausforderung. Das gilt ja auch in beide Richtungen. Das Schöne ist, der gegnerische T29 hat es grundsätzlich noch nie mal wirklich vom Startpunkt weggeschafft. Hängt da irgendwie am Startpunkt rum. Jetzt hat unser Panther den E25 geholt. Ich muss ehrlich sagen, E25 ist ja tatsächlich echt ein lächerliches Gerät. Und da bin ich durchaus froh, wenn der dann raus ist. Ja, jetzt jagen wir unser NT3485. Bäm, Kill Nummer 2. Und jetzt müssen wir uns mal in Ruhe mit diesem T29 da auseinandersetzen. Der hat uns durchaus auf dem Radar und hat uns auf die Kette geschossen. Das kann er von mir aus gerne tun. Ich möchte lieber so richtig Schaden machen. Ja, man muss dann mal ein bisschen zurückhalten. Ja, und jetzt kriegt er Feuer. Jetzt schießt er auch noch auf die Falschen. Das heißt, jetzt können wir, wenn wir nachgeladen haben. Bäm. Oh nein, ich war zu langsam. Ja, den Kill haben wir leider nicht bekommen. Dankeschön. Hätten wir eigentlich haben müssen. Ja, aber jetzt, ohne arrogant zu klingen, aber das Gefecht ist quasi schon, also so sowas wie gewonnen, um es mal so zu formulieren. T1 Heavy, ja, oh man. Ja, jetzt passiert das, was mir ganz oft passiert. Ich bin einfach zu langsam. Jetzt nehmen die mir hier die ganzen Kills weg. Es wird halt leider kein Rennwagen, so ein T29. Aber da ist ja noch ein VK. Auch wenn mir das leid tut, das ist ja immer noch mein Lieblingspanzer. Und ich liebe ihn ja tatsächlich sehr, meinen guten VK 36. Und jetzt einfach ranfahren, dann geben wir ihm einfach nur meinen Turm zum Schießen. Und bam, Kill Nummer 3. Und aus die Lampe. Und da ist ein Strutzelwagen M42. Der ist natürlich jetzt nicht unbedingt das. Jawohl, dem geben wir auch noch eine 300 mit.
Ja, das läuft. Da sind wir schon bei 2000 Schaden. Und ja, grundsätzlich ist das alles so ziemlich gelaufen. Krombel vielleicht noch. Jawoll, Kill Nummer 4. Das geht, wie es Brezelbacken hier. Einen Strutzelwagen werden wir nicht mehr kriegen. Da sind wir wahrscheinlich zu langsam für. Oder. Na, hätte ich einfach abdrücken sollen. Das wäre clever gewesen. Hätte man noch einen fünften. Aber nichtsdestotrotz, das war klein, das war schnell, das war brutal. Und deswegen schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz die Auswertung an. Jo, da ist er auch schon, die Auswertung. Grundsätzlich, sind wir ehrlich, nichts besonders Aufregendes. Es war ein Großkaliber. Dreifach EP gab es für den ersten Tagessieg. Ihr seht, ich spiele fast ausschließlich am Wochenende, einfach weil ich unter der Woche keine Zeit habe. Und 4000 EP waren das und 41.000 Credits. Und das reicht genau für ein Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse. Ja, das ist halt, wenn man nur auf Panzer schießt, die stufenmäßig unter einem liegen. Also außer dem T29, dem wir einmal Schaden gemacht haben, haben wir ansonsten tatsächlich ja nur kleinere beschossen. Nichtsdestotrotz, ja, das waren schnelle, brutale 4 Kills, 2288 Schaden. Das war sehr, sehr angenehm. Ja, also ich muss ehrlich sagen, T29, auch der Gegner, dafür, dass er gar nicht von der Startposition weggekommen ist, er hat sich durchaus relativ teuer verkauft. 1600 Schaden. Es ist halt einfach ein Matchmaking gemacht für diesen Panzer. Also man sollte es jetzt auch nicht überdeuten. Ich fand es auf jeden Fall schön. Ja, 12 Schuss, 10 Treffer, 9 Durchschläge. Das war unser toller Auftaktschuss, wo wir auf dem T34 Turm gebounced sind. Naja, und wir haben 4 Treffer gekriegt, davon ist nur einer durchgegangen. Das ist ja grundsätzlich eine schöne Geschichte. Ja, ich nehme jetzt hier nämlich ganz schnell noch ein paar Replays auf, weil ja bald 9.18 im Tableau steht. Also wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist 9.18 schon live, also das Update für World of Tanks. Mit dem ja ganz viele Sachen geändert werden. Also die tun mir ja auch meine ganzen Panzer umbauen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wenn ich meine Lights werden ja jetzt nach oben verschoben auf die neuen, dann gibt es die neuen 10er Scouts und so weiter. Bin ich mal gespannt, was das so alles wird und so weiter. Mit der Arti ist das auch ein bisschen seltsam, dass die jetzt so einen riesen Radius hat und dass da jetzt durchaus ja auch so ein Stun mit eingebaut ist und so weiter. Finde ich alles ein bisschen seltsam. Wir werden schauen, was da kommt. Nichtsdestotrotz, ich sag mal an dieser Stelle vielen Dank für die, die meinen Kanal besuchen, für die, die auch die Panzer gucken. Tut mir leid, dass es nicht jeden Tag Panzer geben kann. Kriege ich nicht hin, weiß ich nicht. Ich spiele auch tatsächlich gerne andere Sachen. Also gerade auch so diese alten Geschichten. Ich bin da total froh und freue mich total, den Leuten einfach so Perlen wie Ultima zu zeigen oder halt Hand of Fate und so weiter. Das sind halt so Spiele, wo ich denke, gibt es zu wenig, wird auch zu wenig geguckt. Macht mir total viel Spaß. Wenn ihr das anders seht, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es trotzdem wahrscheinlich ignorieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir was Nettes. Abonniert meinen Kanal. Und was auch sonst noch so Lustiges einfällt, ihr könnt ja einen kleinen Tanz einstudieren oder sonst irgendwas. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Der Ära.